Jetzt haben wir noch eine halbe Stunde Zeit. Ja, wir sind ein bisschen früh aufgestanden. Ich habe Mama das gesagt. Das ist gut. Opa ist wieder im Krankenhaus, weißt du, ne? Es ging wieder schlechter. Jo, heute geht ins Auktionshaus. Ich freue mich schon richtig. Schon meine Lupen eingepackt. Mein Heftchen mit Bieternummer. Und dann jetzt fahren wir zur Schule und von da aus fahre ich gleich ins Auktionshaus. Ein Lehrer, die ich nicht kann. Welche denn, alle? Zum Beispiel alle, aber nicht der einer Reihe. Luke schreibt eine Mathearbeit. Ich zittere mehr als sie. Ich zitter gar nicht. Eben, genau. Ich zitter mehr. 4. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist gelb. Könnte sein, dass du es wirklich nicht siehst. Du siehst es definitiv nicht. Erwischt! Diese Schilder. Ja. Das siehst du nicht von dir aus, oder? Nein, siehst ich sehe nur den Baum. Ich sehe was. Weiß. Die Farbe vom Verkehrsschild. Nein. Die Fahrbahnmarkierung. Nein. Das Straßenschild. Nein. Der Himmel. Nein. Das Nummernschild. Nein. Eure Schule? Nein. Was? Nein. Dann weiß ich nicht. Ach nee. Knöpfe im Auto. Du kannst doch auch was im Auto sagen. So, 30. Komm, wir gehen. So, na denn. Nuki, Mensch, viel Erfolg in der Schule, bei der Arbeit. Schaffst du schon. Aber du kommst hier frei. Ja, jetzt geht's ins Auktionshaus. Da freue ich mich schon und dann mache ich da schnell mal eine Besichtigung. Schau mir an, was da so schön ist hier. Wird. Jo, jetzt bin ich schon da. Und das ist noch nicht offen, das dauert noch einen kleinen Moment. Und ja, stehen schon ein paar Leute hier. Ich schau mal. Ja Leute, was soll ich sagen? Ich habe mir drin alles angeguckt, da ist nichts zu holen. Heute ist nichts, also für mich, nichts Interessantes dabei. Dieses Ölbild. Henri Rousseau. Angeblich Öl. Das ist eine Farblithografie. Das steht sogar hinten drauf. Aber das Beste hier sind die Schruppen. Zeig mir, holt gerade Schruppen. Hier. Zweimal Rührei mit Speck und einmal mit Bulette. Jetzt sieht's nach Hose. Also, Auktionshaus war eine Stube, habe ich mir angeguckt. Die Uhr ist ja, ganz nett. Die ist original auf alle Fälle. Das ist schön. Die würde ich auch wahrscheinlich kaufen. Muss ich mal noch mal sehen mit dem Preis, mit dem Geld, wa? Und so. Aber
Ja, die ist original. Das ist sie. Mit Papiere. Papiere sind auch original. Box ist original. Schöne Ding. Schöne Brettchenuhr. Brettchenbox. Uhr. Schön. Ich recherchiere hier halt jetzt gerade wieder ein bisschen. Ich habe ja noch ein bisschen Kunst einzustellen und dann mache ich ein bisschen am Computer weiter. Ja, muss ja mal sehen, wo man bleibt, ein bisschen Geld verdienen. Ist ja nicht mehr lange, dann ist der Laden wieder offen. Dann seid ihr wieder jeden Tag draußen mit mir. Seid ihr im Keller, seid ihr mit dabei, seid ihr auf der Straße. Ja, mal schauen. Ich freue mich schon. Ja, aber jetzt muss ich halt noch ein bisschen recherchieren, ein bisschen gucken. Danke für das Essen. Ich hab versucht hier anzurufen, aber du bist nicht rangekommen. Nein, ich hab den Kopfhörer auf, ja. Oh, okay. Hab ich geschnitten. Hab ich mir schon gedacht, aber da wollte ich dir Bescheid sagen, was ich noch kurz verschone und dann komme. Ich hab mich schon gewundert, dass es so lange dauert, aber ist ja kein Problem. Alles gut. Gut. Das ist ja schon Erstausstattung. Ja. Oh, man hat richtig geschockt wieder hier. Ich schau mir gleich mal Conny an. Hallo Anouk. Und? Was denn? Arbeit. Mathe Test vielleicht? Aha. Wir haben noch nicht die Noten gekriegt. Aber? Ihr habt noch nicht die Noten gekriegt, aber? Aber der Mathe Test ist gut. War gut? Gut ist gut. Diese scheiß Tracks hier, die kauft kein Mensch, ey. Das kommt direkt hier. Das ist doch schuld. So, wieder ein Stück Ballast weg. Aufstellen. Ja, wenn man als erstes das oben aufmacht, ist das gut. Okay, dann. Lass mal den Müll wegbringen. Mhm. Was soll ich machen? Warte kurz. So, jetzt brauchen wir. Muss man irgendwo rauflegen und dann drehen. Weil dann ist es wesentlich lauter. Genau. Sehr schön. So, jetzt brauchen wir Schraube. Oben an den, na wisst ihr, wo du die ranschraubst? Ja. Na, oben an. Ich weiß ja, wo, aber soll ich die ranschrauben? Ja. Wieder als Staubsauger. Danke. Ja. Staubsauger hat ja auch Spaß gemacht. Ja. Das ist eine Frage. Wo ist denn die Kiste? Das ist die hier. Nimm mal. Ne, Holz. Die Kiste hier. Wie eine Schatzkiste. Voll mit Sachen. Schrauben sind die Schätze des Mannes. Klingt komisch, ist aber so. Ich habe eine Kamerafrau jetzt. Die Anouk wird vielleicht Kamerafrau. Vielleicht filmt sie mich auch nur. Ist doch scheißegal, so eine Mathearbeit, wa? Ja, nee, egal, ist es nicht. Guck mal hier, guck hin. Achtung. Das hier? Da sind noch nicht mehr viele drin. Einen brauchen wir, oder? Drei. Ich dachte vier. Ah, oh, die sind zu klein. Die sind zu dünn. 2,5? 2 mal 15. Da. Die? 3 mm breit ist sie.
und 1,5 cm lang. Die ist 3 Meter breit und 3 mm breit und 1,7 cm lang. Ja, Zentimeter lang. Genau, das ist ganz wichtig. Was ist denn 2,5? Die sind nur 2 breit, die sind halt zu schmal. So, hier. Achtung, genau, beiseite packen. Jetzt machen wir, ich mach die Luft. Kann ich das machen? Ja. Zeig ich das auf? In die andere Richtung. Weiter. Jetzt muss er warten, jetzt muss er mir zugucken. Schraub. Das war Knack. Oh, Knack ist nicht gut. Es bricht. Knack heißt immer, es bricht, ja. Hallo, ey, ich bin fast den Bauch hier aufgeschlagen. Wird wieder schief. Nee, doch nicht. Ja, doch wird schief. Ach du. Genau, jetzt. Und. Stopp. Ja, zeig mal. Way. Way, way, way. Ja, alles gut. Na gut. Wunderbar. So, der nächste Posten, den Tommy anzubieten hat. Wieder ein Posten Bücher. Und zwar Posten Bücher, psychopathologische. Psychologie-Bücher, Fachliteratur, Fachlektüre. Habe ich mitgenommen, weil war umsonst. Na, und umsonst macht man erstmal nicht verkehrt. Außer sich natürlich die Hütte voll. Sonst nicht. Oh. Okay, das. Was haben wir denn? Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis. Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie. Adipositas, eine genetisch bedingte Erkrankung, eine therapeutische Herausforderung. Adipositas ist genetisch bedingt? Evaluation, Aufsätze darüber sind da drin. Kann man sich dann den Kopf machen. Die psychotherapeutische Behandlung adipöser Patienten in der ambulanten Praxis, ein Fallbeispiel. Ja, dann schauen wir noch mal, ob das was ist. Vielleicht ist das was, ja was. Ja? Ja? Also das ist auf alle Fälle interessant, ja? Weil ich viel Zeit hätte im Leben. Würde ich sowas wohl lesen? Aber da bezweifle ich, dass jeder Arzt das gelesen hat. Ja, die ganze Kiste voll. Das kostet bestimmt richtig Geld, so ein Ding. Teilnahmegebühren 3200 Euro. Wahnsinn. Ist das der erste Kaffee heute? Ich glaube schon, ne? Oh, aber zum Vormittag nicht zusammen. Guck mal, für ein schöner Kaffee. Hm. Und jetzt ist schon wieder wie spät? Halb sieben. Ja. Sein ist zu Hause? Ach, Gott sei Dank. Sein Langzeit-EKG ist sehr schlecht. Ach, das ist nicht gut. Jetzt ist er erstmal zu Hause und morgen früh muss er wieder in die Klinik rein. Dann wollen sie nochmal einen Ultraschall vom Herzen machen. Und dann entscheiden die, was weitergemacht wird. Familie ist nicht leicht. Ja, ich habe gerade den Kommentar gelesen. Oh ja, Familie ist nicht leicht. Familie ist nicht leicht, macht aber Spaß. Also das ist schon in Ordnung. Wir haben ja heute auch wieder Theater hier gehabt. Eine schlechte Zensur hat sie geschrieben. Und dann, ach naja, jetzt wieder ein bisschen Theater. Weil sie das natürlich selber nicht möchte. Sie möchte keine schlechte Zensur schreiben. Sie möchte uns gefallen. Aber passiert halt. Was soll man machen? Wie soll man da reagieren richtig? Ne? Ich meine, ja, okay, ja. Nächstes Mal besser. Aber wenn man das kann man auch nicht so verharmlosen jedes Mal. Man kann nicht sagen, jedes Mal... Enttäuscht ist. Genau, man darf das ruhig sagen. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Man darf ruhig sagen, dass man enttäuscht ist. Man muss das nicht immer so sagen, ach, das machst du beim nächsten Mal besser und auf die Schulter klopfen oder so. Das hat mein Vater gemacht. Natürlich geht das auch, aber dann ist ja kein Ansporn da. Man muss auch schon sagen, also, das war jetzt nicht so toll. Ja, und dann ist er natürlich enttäuscht, traurig. Und das ist ja auch eigentlich richtig, weil das sorgt ja dafür, dass sie dann auch den Ansporn hat, nächstes Mal will sie... dass doch uns gefällt und da will sie besser sein. Und das hoffen wir darauf jetzt so. Ja. Also wie gesagt, da gibt es einen Haufen Bücher drüber, so hat hier zum Beispiel diese Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis.
Aber selbst wenn du die alle gelesen hast, bist du nicht Dr. Allwissend und weißt das alles nicht. Und kannst du. Da gibt es kein Patent für. Selbst die widersprechen sich ja, die ganz schlauen Köpfe. Ja, der eine schreibt so, der nächste schreibt so. Ist nochmal so. Eigentlich sind die sich nie. Ich ginge so weit. Brotzeit? Hm? Kaffee. Ja. Geschmack. Danke. Und aufgeräumt habe ich auch. Auch für mich. Das ist nämlich immer. Bitte. Dreimal, selten. Ja, finde ich gut. Ich freue mich sehr. Also ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen wieder. Familie Müller macht jetzt Feierabend. Weil es hat schon abgeschaltet, als er das Telefon eingeschaltet hat. Denn sie weiß nicht, wie ein Buch aussieht. Und umblättert nicht bei ihrem Buch, nur mit dem Daumen. Ich zeige ihr mal ein Buch jetzt. Achtung. Ehe- und Partnerberatung. Ja. Psychosoziale Probleme und Hilfe in Arbeit und Stiftung. Schön schreckliche neue Arbeitswelt. Mhm. Ich habe einen Traum. Die Partnerschule. Das hört sich doch gut an. Ist das nicht was für Sie, Frau Müller? Auf der Suche nach männlich und weiblich. Also ich habe mich da noch nicht entschieden. Ich sage trotzdem jetzt auf Wiedersehen. Macht's gut, gute Nacht. Ciao. Euer Tommy.